Hi, da bin ich wieder und heute mache ich einen Fruchtaufstrich, genauer gesagt zwei, nämlich Erdbeer-Kiwi und Erdbeer-Wassermelone. Zwei Kombinationen, die gerade jetzt zur warmen Jahreszeit richtig gut kommen. Ich dachte mir, vielleicht bringe ich euch damit auf neue Ideen oder falls ihr sowas noch nicht gemacht habt, seht ihr, wie einfach das geht. Es lohnt sich auf alle Fälle. Den Gelierzucker, den ich habe, reicht für 1 Kilo Früchte. Von den Erdbeeren habe ich 400 Gramm und da sie ja bei beiden rein soll, kommt natürlich jeweils 200 Gramm rein. Und werde dann noch jeweils 300 Gramm eben von der Kiwi und vom Melonenfruchtfleisch dazu nehmen. Mit Erdbeer-Kiwi fange ich an. Werde ich die Kiwis nicht beim Enden abschneiden und werden jetzt einfach von der Schale befreit. Und werde es jetzt einfach nur grob schneiden, weil ich werde die Früchte eh gleich probieren, weil ich mag das einfach persönlich nicht, so einen Fruchtaufstrich oder Marmelade, wenn da so Stücke drin sind. Warum, weiß ich selber nicht. Wenn ihr nicht pürieren wollt, sondern so Stücke drin haben wollt, könnt ihr die so grob oder fein schneiden eigentlich, wie ihr sie haben möchtet. Erdbeeren frisch gewaschen, auch einmal das Ende abschneiden. Ja. Und grobe Stücke dann. Und zur Kiwi in den Topf. Wenn ich euch vorstellen darf, meine Küchenwaage. Denn ich möchte jetzt natürlich genau das Verhältnis, das richtige Verhältnis zwischen Gelierzucker und Früchte haben. So, wir befinden uns nun am Herd. Ich werde die Fruchtstücke jetzt erstmal mitkochen lassen, zusammen mit dem Gelierzucker und werde es dann pürieren. Das ist halt etwas einfacher, finde ich. Das Ganze natürlich schön vermengen und auch immer mal wieder umrühren. Jetzt ist das Ganze etwas flüssig, wie ihr seht. Denn der Zucker hat sich aufgelöst und der Fruchtsaft ist natürlich ausgetreten. Hat sich jetzt ein bisschen erhitzt alles und der richtige Zeitpunkt, das Ganze zu pürieren. Jetzt wird das Ganze nochmal aufgekocht und ein paar Minuten erhitzt. Wie lange hängt so ein bisschen von den Früchten immer ab. Aber da gibt es einen Trick, wie man feststellen kann, ob das Ganze soweit ist, dass es auch wirklich fest bleibt. Zeige ich euch gleich. Das Ganze hat jetzt knapp 5 Minuten bei Stufe 4 von 6 vor sich hingeköchelt. Und jetzt der eine Trick. Teelöffel. Jetzt mal drauf machen. Kurz warten. Hier ist unser Probekleks. Wenn das abgekühlt ist und nichts wegfließt, dann hat es die richtige Konsistenz. Wenn ihr anfasst, fühlt man auch, es wird fester. Und das kann dann abgefüllt werden. Ich nehme einfach meinen Trichter darauf. Man könnte jetzt auch eine Kelle nehmen, aber ach wozu? Ja, verwenden. Jetzt nur noch Deckel drauf und gleich im heißen Zustand auch umdrehen. So wird das Ganze jetzt konserviert. Bei der Melone werde ich natürlich bei weitem nicht alles brauchen. Einfach erstmal unten die Scheibe abschneiden. Kann man das Ganze wirklich hinstellen. Mal halbieren. Wenn ihr ein Picknick macht, könnt ihr hier dann einfach so ein Stück nehmen und runter essen und saut sich nicht zu sehr damit ein. Wir sind am Herd und wieder das gleiche Spiel. Köchelt das wieder ein paar Minuten, wird allerdings ein bisschen länger dauern als bei der Kombination Erdbeer-Kiwi, da durch die Melone natürlich mehr Wasser drin ist. So einfach geht das. Und wie anfangs gesagt, lohnt es sich auch wirklich sowas selber zu machen, da die nicht einfach nur süß schmecken, wie manch andere Fruchtaufstriche. Durch die Kiwi und die Wassermelone ist sogar noch eine gewisse Frische mit drin, wie ich finde. Danke, dass ihr zugeschaut habt und ich verabschiede mich bis zum nächsten Video. Oder vielleicht habt ihr im Sommer mal Lust auf einen Kuchen, dann probiert doch mal den Lemon Coconut Pie aus. Oder an besonders heißen Tagen kann ich die kalte Melonensuppe mit Grießnocker sehr empfehlen. Einfach aufs Bild klicken und ihr landet beim Video. Thank you.